Wir sprechen aus Erfahrung. Fragen an Menschen mit Behinderungen und welchen, die mit ihnen arbeiten. Was bedeutet Arbeit für Sie? Ich halte Arbeit für eine der tragenden Säulen des täglichen Lebens, die tägliche Routine gibt, mich an Dingen teilhaben lässt, mich etwas Sinnvolles tun lässt und insofern sehr sinnstiftend ist. Arbeit, ja, verknüpfe ich sehr stark mit Zielen, ja, einer Verrichtung, einer Leistung, die man gemeinsam mit einem Team alltäglich erreicht. Manchmal sind es kleine Dinge, manchmal auch größere Projekte. Und ja, das tägliche Tun und Verfolgen der Ziele ist für mich das Thema Arbeit. Arbeit bedeutet für mich für die Familie sorgen, praktisch Geld verdienen. Auch, dass man sich wohlfühlt bei seinem Job und alles und auch Spaß dran hat, das bedeutet für mich Arbeit. Arbeit bedeutet für uns Leidenschaft und ist auch bei uns eine Berufung. Wir erreichen unsere Ziele mit ganz unterschiedlichen Menschen. Arbeit bedeutet, dass jeder seine Arbeit machen tut, wie er kann, auch wenn er ein behinderter Mensch ist, und dass jeder dann gleichberechtigt behandelt wird. Welche Möglichkeiten würden Sie sich wünschen, wenn Sie eine Beeinträchtigung hätten? Ich wünsche mir die Möglichkeit, meine Stärke einzubringen und zu jedem Zeitpunkt Wahlmöglichkeiten zu haben, Entwicklungsmöglichkeiten zu haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Offenheit und Kommunikation eine wichtige Voraussetzung ist. Das wünsche ich jedem Menschen, egal ob mit oder ohne Handicap. Ja, ich würde mir alle Möglichkeiten wünschen für meine Berufung sozusagen. Ein Beruf ist ja in meinen Augen eine Berufung und es wäre für mich, glaube ich, sehr enttäuschend, wenn ich dieser Berufung nicht nachgehen könnte. Von daher ist die Frage für mich eigentlich ganz klar beantwortet. Ich würde alle Möglichkeiten haben wollen, um ja, meinem Beruf nachzugehen. Wenn ich eine Beeinträchtigung hätte, würde ich mir sehr wünschen, wenn ich gleichberechtigt anerkannt werden würde. Wo sehen Sie die Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Chancen sehe ich halt über das Behindertenwerk. Da gibt es halt echt viele Angebote, eine Liste, wo man gucken kann, was es für einen Angeboten gibt. Und da hat man halt echt gute Chancen, dass man da auf den ersten Arbeitsmarkt kommt. Das sehe ich die größten Chancen. Im Arbeitsmarkt sind die Chancen momentan schlecht. Weil jeder sucht Arbeit, manche finden Arbeit oder manche finden keine Arbeit. Oder man hat Teilzeit, irgendwie muss halt seine Chance bekommen, Arbeit. Wo sehen Sie die Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt? Ich achte hierbei mehr auf die Chancen als auf die Hindernisse und habe selbst schon sehr viele positive Beispiele erlebt, mit denen Inklusion möglich gemacht wurde. Es braucht immer wieder engagierte Personen in den Betrieben, die Wege finden, die um die Ecke denken, die ideale Einsatzmöglichkeiten für Menschen schaffen. Ich halte es für wichtig, dass sowohl die Menschen mit Beeinträchtigung als auch die Betriebe Unterstützungsmöglichkeit finden, dass ein Rad ins andere greift. Ich wünsche mir Begleitung im Betrieb, die sowohl die Bedürfnisse des Menschen als auch die Anforderungen im Betrieb ernst nimmt und in den Mittelpunkt stellt. Es ist sehr viel an Entwicklungsmöglichkeit gegeben. Und wenn es erfolgreich verläuft, nennt man das Inklusion. Ja, ich glaube, das ist immer nach wie vor noch eine Herausforderung, dass sich die Unternehmer auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sich dem Thema öffnen und auch stellen. Ich glaube, die größte Hürde ist da einfach auch wieder der Mensch, der im Kopf die Barrieren hat und ja, die Beeinträchtigung als großes Handicap sieht. Wir mit unserem Inklusionsunternehmen können das, glaube ich, ganz gut nachweisen, dass es immer Wege und Lösungen gibt, wie man Menschen mit Beeinträchtigung in Arbeitsleben einbindet und vor allen Dingen auf den ersten Arbeitsmarkt auch als arbeitsfähige Arbeitskraft ja, mit einbindet. Hindernisse sehe ich da praktisch. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Probleme hat mit Bahnfahren oder so, dass man da halt schwierig an die Ziele kommt. Weil wir haben ja auch nicht alle ein Auto und da ist halt schwierig, wenn es jetzt in Bad Sohnsalmünster ist, wird es halt schwierig, da hinzukommen für einen von uns. Dass sie nicht die Möglichkeit geboten bekommen, ihre Vielfalt einzusetzen und zu beweisen. Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt sehe ich momentan, ist halt momentan schlecht. Jeder möchte Arbeit, aber bekommt keine Arbeit.